gelaufen haben. Also mal ehrlich. Also musst du mich umbringen, oder was? Ja, du bist ja was anderes. Bei dir ist das ja nur so kurzzeitig und ist ja nett. Mal gucken, wenn wir da unten im Tempel sind und der macht ein gutes Angebot. Naja, deswegen, aber dann brauchen wir ihn ja nicht. Warte mal, ich überlege gerade, ich könnte einen Kettenblitz in die Runde hauen. Warte mal, sind die gegen irgendwas immun? Ah, die Kleinen haben Blitzresistenz. Ich meine, plus 10 auf seinen netten Rettungswurf. Ich meine, wir müssen sowieso ihn umkloppen, bevor wir alles andere umkloppen, sonst wird der böse. Wen, Saravok? Ja. Ich näher dir schon vorgelesen, was wir da alles bekommen. Ja, wie gesagt, ich kann mit dem Kettenblitz einleiten und dann geht's weiter. Ich mach nochmal ein Save und dann kann die Party. Kann Moment. Ich eigentlich irgendwas mit Zaubern machen? Plus 9 auf Stärke, plus 5 auf Geschicklichkeit, plus 10 auf Kon. Warte mal, wir machen danach ja bestimmt eine lange Rast. Dann hauen wir mal nochmal, also hier jetzt haben wir eine kurze Rast rein. Was ist das? Das ist auch Stufe 5. Okay. Die haben halt eben nicht so viel Life, was halt eben tricky ist. So, nochmal ich muss einfach nur zu und dann Kampf so rüber. Weil ansonsten nicht das. Ich bin ready. Gut, dann machen wir doch so, dass wir auch wirklich als erstes dran sind. Na, soll ich's raushauen? Dann trinke ich erstmal einen Drank, den mir schon seit Ewigkeiten juckt, endlich mal zu trinken. Welchen den denn? Elixier der Wolkenriesenstärke. Ah. Stärke auf 27 hoch. Ich hab noch einen der kleinen. Wo hab ich den denn hin? Ja, ich hab noch drei Hügelriesen. Ich glaub, dann sauf ich mal noch einen Haste. Einfach nur für die Rüstungsklasse. Boah. Ich hab zum Beispiel auch einen Schuss Bonus. So, das war meine Bonus-Action. Dann hab ich gehört, Zeit für ein Level 4 Smite. Ja, los geht's. Dann wer frei. Du bist angelabert. Die Gewalttätigkeit wurde gemerkt. Ja. Ah! Da ist er gepufft. Ja, das und wir sind alle im Kampf. Ich bin dran. Ich habe meine Bonus-Action zurückgehalten. Das ist nett. Hilft mir nämlich in dem Fall. Ragen kann. 55% ihn zu 80% ihn zu treffen. Test nochmal, wie viel Aua ist, oder? Mhm. Das war schon mal daneben. Ja, keine Sorge, ich bin noch nicht fertig. Na, da ist der Crit. Und nochmal. Okay, daneben. Du hättest ja auch noch eine Haste Potion reinhauen können für den ersten Zug. Stimmt. Aber ich habe keinen Haste. Ja. Wenn wir sei mal lieb. Ist gleich dran. So. Nice! Und nochmal ein Crit rein. Nö. Alter, 43 Damage. Mörderische Schläge? Oh Gott, was ist mörderische Schläge? Ja, das. Guck dir das mal an, ist lustig. Dann hat er Angriff des Todbringers. Alter Vater. Das macht dann was. Was? Ja, er kriegt die D10 dazu, wenn er es nutzen will. Ich muss auf die Ads gehen. Warum ist der denn gehastet? Auf ihn habe ich zu wenig Trefferwahrscheinlichkeit wegen Haste. Boah, ist ihm trotzdem 53 gemacht. Oh, stimmt. Ich habe ja auch noch. ...35% Wahrscheinlichkeit zu treffen. Oh, warte mal. Nee, warte mal. Schnee ist ja eh vorher wieder dran. Also brauche ich da auf ihn jetzt erstmal gar nichts mehr machen. Ich habe jetzt aber nicht mehr so viele Actions. Ja, reicht ja trotzdem. Kampfsau ist ja auch nochmal dran.
Dann mache ich lieber den nochmal. Der Kampf soll ist jetzt gleich dran. Du hast die halt eben nur noch nicht. Ja, wobei doch, an, also an Damagen können wir sie schon. Ja, gut. Also tot krieg ich sie ja eh nicht. Na, oh no. So viel Heiligtum. Oh no. Das ist doch doof. Ja. AOE trifft ihn aber. Ist es Konzentration? Nee, ist es nicht, ne? Scheiße. Nope. Das hält jetzt halt. Na, eine Runde halt. Nee, 10 Runden. Oh, wir hätten Silence oder sowas gebräucht. Ja gut, du kannst aber. Du kannst aber natürlich AOEs machen. Du kannst auch Schutzgeister oder sowas raushauen. Ja, das hatte ich gerade vor. Macht zwar nicht Unmengen an Schaden, aber. Ja, hast du was, was du raushauen kannst? Also. Nimmst du falls auf den Trank? Werde ich auch. Oh. Nein, tust du nicht. Diese Echos sind Geister. Dachte ich mir, weil der Händler hat ja auch der Händler ist das glaube ich auch. Der meinte ja, er war im vorherigen Leben ein Drache. Ach scheiße. Das heißt, ich kann ja gleich mal Turn Undead casten. Wenn die alle in Reichweite sind, kannst du es probieren. Ja. Versuchen, so viele wie möglich in Reichweite zu holen. Was los, schnell. Was? Ich bin jetzt mehr oder weniger dann hier in einer Pattsituation. Wieso hast du kein Glief oder sowas? Irgendwas, was so einen Bereich trifft? Dein Speer, wirf ihn doch ungefähr dahin, damit der AOE ihn trifft. Das würde auch gehen. Wirklich so, dass er mich nicht trifft. Das war. Nee, der funktioniert weit. Dann nämlich nicht. Ach, wenn du auf funktioniert als AOE nur, wenn ich ihn treffe. Ah, okay. Au. Oh. Das ist natürlich doof. Wie gesagt, hast du keinen Cleave oder irgendeinen Angriff oder. Es ist ein Speer! Weiß ich ja nicht. Nee, ich habe sehr bezogene Sachen. Kannst du Zauber wirken? Nein, ich bin im Rage. Ach ja. Alles kacke hier. Es ist so die absolute Fick dich Variante für mich gerade. Aber ich muss irgendwas Damage machen, sonst. Endet mein Rage. Kann ich irgendwas hauen, was noch. Ja, du hast noch viel Life. Ich kann nicht einfach so einmal hauen. Du stirbst davon nicht. Perfekt. Und Konzentration auf Haste verloren. Ah, nice. Gut. Ich habe vielleicht nur das blöde Gefühl, dass ich die Schutzgeister gleich verlieren werde. Das ist möglich, aber wenn er dich angreift, verliert er Heiligtum. My life, Part 12. The boring opponent. Und Heiligtum ist weg. Also, das war jetzt plainly rude. Das ist gar nicht so blöd. Es ist sogar relativ nett, dass er zu mir rübergekommen ist. Ich habe es zwar nicht 102 Damage zu machen. Das! Hier. 64? 64 klingt a little bit more possible. Was haben wir denn noch? Vielleicht war es das ja noch gar nicht. Aber Trank trinken war Sonnenstrahl. Bonus Action.
Ah, ich bin nicht dran. Scheiße, ich kann nichts aufmachen. Fuck. Doch, du hast noch zwei Haste. Du könntest mir einen Haste drüber schmeißen, dann könnte ich mich tatsächlich echt noch hasten. Weil Haste ist ja Trank und kein Elixier. Für was benutzt du, wenn du keinen Trank trinkst, eine Bonus-Action? Höchstens schlagen. Ja, höchstens schlagen ist schlagen, ne? Nee, einfach mir ins Inventar geben. Warum? Ich treff sie nicht. Ja, stimmt, ist okay, ja. Wenn es funktioniert, wäre nice. Nice! Du hast dich verlagert. Interessant. Ich weiß, ob die geworfen hat, oder? Leute, hört auf ihn zu buffen! Das ist schützendes Band. Die betroffen plus 1 auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe. Okay. Moment, was? AK von 23. Sowie Resistenz gegen jeglichen Schaden. Ja, ist halt eben Resistance erhöht. Oh Gott. Aber das ist doch bestimmt wieder, ja, das ist, oh Gott, der hat aber 34. Wenn wir ihn umbringen, macht, nee, warte, welche war das? Amisan war, er heilt sich mit Angriffen. Das geht eigentlich, die können wir theoretisch aus Versehen umbringen. Ja, haut einfach Schaden auf ihn. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ihn down. Also von möglichen 6 bis 48 Schaden hat er 8 Schaden genommen. Ja. Und so, du weißt doch, du hast kein Glück bei Schadenswürfen. Das ist ein neuer Tiefpunkt, den ich jetzt erreicht habe. Alter, wir haben so Glück. Die Wachen am Tor sind nicht mit im Kampf. Die sind bestimmt auch feindlich. Die Todesritter vorne? Ja. Bonk. Der wahrscheinlich auch nichts treffen wird. Das ist normal. Langsam. Auf 4 Ziele. Ja. Also ich bin haste wieder los. Wow. Ja, ich kann höchstens einen Angriff pro Zug machen. Fuck off! Warte mal, das ist doch bestimmt eine Concentration. Ja. Kannst du ihr deinen Speer an den Kopf werfen? Ja, wenn ich mich bewegen dürfte? Kannst du dich gar nicht bewegen? Ja, Eche von Elisandra. Ja, gut. Ja, komm, dann. Kriegst du halt einen, ob. Ja, guck, okay. Fehlschlag. Wenn wir das loswerden, wäre es optimal. Nein, der Weg ist unterbrochen. Scheiße. Sicher? Irgendwie am Kopf oder so? Muss wirklich da, wo du hinziehst, ist auch wichtig. Nicht der Charakter. Hier kriege ich angeblich, darf er mich noch nicht bonken. Ja, okay, danke. Durch das Verlangsamen sieht dein Laufen so schwachsinnig aus, der Hammer. Nee, die Stühle sind im Weg. Im Kopf nicht? Ja, schade. Wenn ich dran bin, kann ich versuchen, ihr die Konzentration wegzunehmen, aber. An 60% Chance, ihn zu treffen. Ja. Das ist meine letzte Runde Haste. Ja. Das wäre ihr Preis gewesen. Ach scheiße, und Reactions sind es auch nicht. Nö, ja, darf ich ja keine mehr. Bin ja geslowt. Ja, ich auch. Solange dann habe ich die Runde, solange Haste wirkt, habe ich noch ein bisschen wenigstens höhere RK. Au. Kampf's doch kaputt zu hauen! Oh ich scheiße! Das ist nicht gut. Jetzt kann er 200 Schaden mit einem Angriff machen. Wenn er gut würfelt. Aber er hat alle Angriffe rausgehauen.
Wir müssen ihn in dieser Runde weghauen, sonst ist einer von uns. Du musst den scheiß Slow wegkriegen, bitte. Ich kann. Er hat wieder Heiligtum. Und ich kann gar nichts machen, weil mein Trank ausgelaufen ist. Also ich wurde komplett übersprungen. Ich weiß nicht, ob Kampfsdorf vielleicht den Slow losbekommt. Ich versuche. Da. Ich hatte doch noch steiles Zeug dabei. Ich hab eben noch einen Rage, kann ich casten. Kann den Beholder reinwerfen. Nee, hey, Beholder, nicht Frost oder irgendwas drüber hauen, irgendeinen schönen nervigen AOE. Hey. Wo sind die Feuerbälle eigentlich? Ohne Witz. Ich hab keine Feuerbälle. Ich könnte die leeren, dann kann ich sie mitnehmen. Ich war eigentlich der Meinung, ich hab noch eine Granate dabei. Aber keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Oh, scheiße. Ich hab noch die gute Granate. So, okay, die hast du wirklich noch, okay. Oder? Nee, haben wir die nicht irgendwann mal geworfen? Ah, kann auch so. Ich bild mal ein, wir ich haben aber noch einen Kältekegel als Schriftrolle. Wir wollen noch die Schriftrolle auflösen. Aber das geht nicht, wenn er Heiligtum hat. Was? Das geht nicht auf ihn, wenn er Heiligtum hat. Wieso? Kältekegel ist ein AOE. Ja, auflösen. Ich hab dazwischen noch Dinge gesagt, Schnee. Also ich hab gesagt, ich hab auch noch den Zauberspruch auflösen, aber der geht nicht, wenn er Heiligtum hat. Ja, ich hab immer gesagt, ich hab noch einen Kältekegel, den man draufschmeißen kann. Nur ich nicht, weil ich im Rage bin. Kannst du jetzt hau der Magierin irgendwas in die Fresse? Ja, ich guck grad. Kein lenkendes Geschoss. Ich wollte um dicken Schaden. Blickfeuerschild bringt alles nix. Tödliches Phantom. Tödliches Phantom. Okay, wir dürfen sie aber nicht umbringen. Du darfst ihr nicht so viel Schaden machen. Ja, RK plus 6 ist. Ich kann gerade kurz einer nachgucken, was die Ikone Rettungswurf hat. Plus 3. Ja. Plus 3. Das ist gar nicht so übel. Aber denk dran, mach nicht mehr als 44 Schaden. Die hat Necrotic Resistance full und Gift Resistance full. Ah, okay, das wäre Gift gewesen, scheiße. Du sagst, hau jetzt uns einfach ein lenkendes Geschoss ins Gesicht. Irgendwas, was richtig. Ich hab kein lenkendes Geschoss. Achso, das meinst du? Ja. Jetzt. Scheiße. Aber auch, ich glaub, der Stuhl ist im Weg. Nee. Nee, okay. Weg. Hoffen wir mal, dass es die Konzentration bricht. Komm schon. Ja! Nice. Wenigstens was. So, danach ist sie aber wieder dran. Also wenn wir ganz viel Pech haben, macht die wieder so eine Kacke. Nein! Fuck! Oh, ich hab gegengewürfelt. Ja, aber. Ich nicht. Der Effekt ist wieder aktiv. Verletzlich Heiligtum. Ja. Ich stehe natürlich genau hinter einer Verschiss. Also ob Bonk die letzten zwei Kapitel nicht schon nutzlos genug gewesen wäre. Jetzt aber gar nichts machen. Also im Vergleich zu Solaster? Das Problem ist halt eben, wenn ich ihr jetzt was an den Kopf werfe. Dann? Könnte sein, dass du sie tötest. Ja. Na, ist dann halt so. Was sollen wir tun? Ja. Gucken wir doch mal. Untersuchen. Achso, er ist ja immer noch im Heiligtum. Ich kann ja eh nichts machen. Fuck. Das Blöde, der wird das Heiligtum jetzt auflösen und das Vermächtnis des Todesbringers zu benutzen. Ja. Es könnte sein, wenn er gut würfelt, dass er Schnee one-shottet. Oder mich. Oder dich. Ich auf jeden Fall. Naja, was ist ein Minimal?
Warte mal, ja, was ist denn das? 200 bis 20 bis 200. Ja, machen wir es halt eben so. Scheiß auf den Rage. Probierst du es jetzt mit? Ja. Nice! Minimum Damage! Minimum! Willkommen in meiner Welt. Amen. Kampf soll es grüßen. Was bitteschön, mein. Was denn? Achso, ich krieg trotzdem nicht den Boden. Ja, cool, dann bin ich nächste Runde auch noch lethargisch. Ich guck ins Gruppen, in die Metallübersicht und sehe, dass Kampf so immer noch einen Hund mit sich rumschleppt. Ich bin maximum irritiert. Also, ich glaube, beim nächsten Durchlauf werde ich eine reine Marshall-Klasse spielen. Damit ich mich nicht mehr über Minerals bei Zaubern, die 12 Karten Schaden machen können, aufregen muss. Kann Mönch mit einer Stufe Kämpfer empfehlen. Naja, na dann. Gehen wir mal drauf. Wie viel hat er davon eigentlich? Nee. Er hat's nicht gemacht, sondern er hat sich nochmal gebufft. Jetzt hat er eine RK von 29. Hör doch auf, ey. Aber hey, dadurch hat er jetzt nicht das Ding des Stoßbringers benutzt. Ja, aber er ist immer noch im Heiligtum. Wenn die RK ist ja kackegal, habe ich noch irgendeinen Zauber? Weil ich ja unser Zaubermeister bin, ohne Witz, was soll ich? Ich kann dir bestimmt mal einen rüberschieben, oder? Was habe ich noch? Ja, ihr habt doch mit Sicherheit noch irgendeinen Zauber, der mehr als 28 Damage AOE macht, oder? Ihr AOE-Könige. Scheiß doch drauf, dass ich mit da stehe. Ich habe 109 HP. Schmeiß rein die Scheiße. Ja gut, ich kann höchstens, ich habe auch noch eine Rolle Kältekegel. Was ist denn mit euren ganzen Blitzen von dem letzten Boss? Die machen also alles mit Blitzen zugeputzt. Ich mach aber jetzt, pass auf, ich schieb dir jetzt aber trotzdem erst eine Rolle Kältekegel noch rüber. Und dann hau ich ihm Blitze auf den Kopf und im Notfall hast du nochmal einen neuen Versuch. Warte mal, was macht hier mehr Schaden? 5 bis 40. Dann auch dran. Naja, also ich bin dran, bin ich lethargisch, weil dann ist nämlich Haste ausgelaufen. Das war die bis jetzt unnötigste Haste-Potion, die ich bekommen habe, weil ich sie nicht nutzen konnte. Ja, das war halt doof, dass er in dem Moment dann immer Heiligtum oder wir geslowt wurden. Probieren wir es nochmal. Achso, warte mal, ich kann hier noch eine abcasten. Was weiß ich. Ja, hau mich, ist okay. Hab ich nicht gesehen. Wobei auch immer das was bringen soll. Amsterdam ist jetzt aber dran. Ja, ich könnte eine Donnerwoge machen. Irgendein AOE. Ja, ich. Dann nehme ich lieber meine eigene Donnerwoge. Einfach den Stoffeulenbär auf ihn werfen. Ihr müsstet doch eigentlich Skaft mit Schriftrollen bis zum geht nicht mehr sein. Ja, allerdings habe ich fast nur nutzlose Schriftrollen. So nützliche Schriftrollen haben wir relativ selten gefunden. Und Teil braucht ihr auch, um die Zauber zu lernen. Ah, da sind die dann also hin. Nee, ich habe 4 Zauber oder so gelernt. Ich habe nicht mal Feuerball gelernt. Weil ich keine Rolle hatte. Ja. Ja, ich glaube, man kann hier gehen. 7. Warte mal, wie viele HP hat er? 15, oder? 7. Hä? Ja, vorher hatte er, glaube ich, 15. Ja. Und die Donnerwoge macht 16 Schaden. Ja, und er hat
Was war das? Ich bin einen Rettungswurf geschafft. Ja. Ja, nächster Zug. Gentle is my first time. Nein! Ach, okay, er geht dich killen. Wo geht er nicht? Ich hab die Konzentration gehalten. Okay. Gott sei Dank hat der so hart verkackt. Der hätte sich mit jedem Schlag heilen können. Ah ne, den haben wir noch nicht umgebracht, ne? Er hat noch 6 HP. Ach, come on. Sehr schön. Das macht den Fight jetzt wesentlich angenehmer. Nee, wir trinken lieber einen Trank. Brot. Hi. Haben uns länger nicht mehr gesprochen, ne? So, letzte. Hallo? Schaden? Danke. Wie hat sie noch überlegt, ob er... Ich will das Schwert. Wie, der hat das Schwert nicht getroffen. Helm. Er hat einen fucking Helm gedroppt! Und das Schwert. Was hat er denn? 2d6? Okay, Schnee, den Helm schiebe ich dir mal rüber. Ich glaube, der könnte right up your alley sein. What? Oh, Entschuldigung. Ja. Kannst du, ich hab dir mal ein Schild drüber geschoben. Ja. Und eine schwere Rüstung, musst du mal gucken. Panzerhandschuhe habe ich auch noch euch hier mal rübergeschoben. Er ist tatsächlich ja, weil. Ach, und Stiefel auch. 6 ist doch kacke. Also, so, die Stiefel und Handschuhe waren nicht ganz verkehrt, glaube ich. Also, würde ich gerade nicht die Rüstung von Kevrick Form noch haben, wäre die halt echt sexy. Aber die von Kevrick Form ist trotz dem großen Nachteil, den sie birgt, immer noch besser. Weiß nicht, ist die vielleicht für was für Schnee? Ah, nee, das ist eine schwere Rüstung. Ja. Weil die verringert Schaden um 1, meine verringert um 2. Mein hat dann noch zusätzlich das, den Heulen der Toten Zaubertrick drauf und ich kann nicht gegen meinen Willen bewegt werden. Der Nachteil ist halt, ich habe Nachteil gegen Geschicklichkeitsrettungswürfe. Ja, die Schuhe und Handschuhe sind auch nicht so verkehrt, aber jetzt auch nicht. Boah, die Handschuhe des finsteren das müsste ich mir halt schon überlegen. Ich meine, dass ich Heldenmut durch Eid fokussieren kriege auf meinen jetzigen, ist halt schon geil, aber... Plus 1 auf Angreifen? Und kannst du mal schön Wunden verursachen, einmal pro... Was ist das, lange Rast? Ja. Na, den Zauber könnte ich ja sowieso mitnehmen, aber im Nahkampf habe ich bessere Optionen. Ja, aber du kannst ihn halt für Lau wirken. Ob Bald jetzt sauer ist? Weiß ich nicht.
bin ja eigentlich sein netter Follower. Ich glaube aber, das Schild riss sich aus. Also, willst du, kannst du auch das Großschwert kriegen. Tatsächlicherweise. Das ist halt eben nur die 6. Mit meinem Bonus, wenn ich kritte, und jetzt kritte ich häufiger. Ich brauche eine verfickte Streitaxt mit einem D12. Irgendwann finden wir eine. Vielleicht ja im Haus von, hier. Von. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Von unserem Teufelfreund. Ich meine, der wäre sogar fast noch besser, wenn ich den Pikenstab benutze. Der hat wenigstens ein D10 und hat extra Reichweite. Aber wie sieht denn dein Schwert überhaupt aus? Hast du in seiner Hand gesehen? So. Oh, hübsch ist es schon. Ich finde ehrlich gesagt, die Parier war doch immer sehr komisch. Oh. Na gut, das ist ja praktisch, dass die Wachen tot sind. Ja, die sind gestorben, als er verreckt ist. Da habe ich die Rüstung und so her. Ah. Wir raus können lange Rast, Mann. Ich hatte mich Sorge, weil ich habe mich umgedreht und dachte mir, scheiße, jetzt leben die Wachen noch. Jetzt schon eine lange Rast machen? Was heißt denn schon? Na ja, schon halt eben. Ich meine, wir haben noch gleich 12 Uhr auf. I'm exhausted. Oh, stimmt. Dann können wir die lange Rast noch machen und dann können wir... Even better when she gets to shut them. Gucken, ob mal wieder einer mit uns labern will. Mal gucken, wie erfreut Orin jetzt drüber ist, dass wir ihren Großvater umgebracht haben. Ja gut, die hat ja auch ihre Mutter abgemurkst, also... Ja gut, hoffen wir mal, dass sie Lazelle am Leben lässt. Wenn nicht, ist halt eben Gifianke weniger. Happy. Ey, wir haben einen Deal. So, habe ich noch Färbemittel passendes? Nicht so wirklich. Hat vielleicht nur einer dieses Blau mit Gold und was weiß ich nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, wo ich das kaufen kann, aber ich irgendwann. Ich habe milde Frucht oder grün. Ja, okay. Die große Auswahl also. Ich habe weiterhin helles Orange-Rose. Ah, der Hund will was. Hallo? The dog is unable to speak through the small bag. Hey, I hope you... All I know is I thought of you when I saw it. Okay. Ich bin reich. Ah, eine Fackel. Ja. Gut, aber es sieht nicht so aus, als will jemand was.